Hallo und herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2013 auf der Alpenmap. Ich habe schon im letzten Video angekündigt, dass wir Zuckerrüben anbauen wollen. Und deswegen habe ich mir mal die Sämaschine gekauft, mit der wir jetzt ja die Zuckerrüben dann säen wollen. So, Spurreiser, da. Weil dann können wir auch mit Innenansicht fahren. Das Licht an, ja, weil es so schwach aussieht, das Licht hier. So, dann säen wir die Zuckerrüben und reden ein bisschen über den Landwirtschaftssimulator. Ja, wie fange ich denn an? Also, was war das jetzt da? Der Landwirtschaftssimulator 2015 kommt am. Hey, warum stockt das die ganze Zeit hier? Hallo? Wann ist denn eine Kacke hier? Hallo? Warum stoppst du denn? Der Landwirtschaftssimulator 2015 kommt am 30. Oktober raus. Es gibt diesmal über 40 lizenzierte Marken. Im 13er waren es noch über 20. Es gibt wieder mehr als 100 Maschinen und Geräte. Es gibt wieder mehr als 100 Maschinengeräte und es gibt wieder die gleichen Tierarten wie Hühner, Kühe und Schafe. Was ich leider sehr traurig finde, weil ich mir unbedingt die Schweinemast gewünscht habe, aber das ist jetzt nicht mehr möglich. Dafür gibt es auch den Forstmod dafür und vielleicht soll ich nochmal einen Forst. Über einen Forstmod irgendwie was machen, vielleicht. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was ich da, ob ich das machen sollte, nochmal mit der Forstwirtschaft anfangen soll. Ja. Es gibt zwei Maps diesmal. Es gibt einmal aus den Titanium Add-on, gibt es eine, also gibt es die Westbridge Hills Map dazu noch. Und die Björnhold, ich weiß nicht genau, wie der heißt, ich glaube Björnholm oder Björnhold Map. Das ist eine nordisch angehauchte Map mit Bäumen und Meer und Äcker halt. Die Äcker sind auch jetzt nicht mehr. Die sind auch nicht mehr so eckig, sondern auch mehr rund angelegt. Aber ob die noch helferfreundlich sind, das weiß ich natürlich nicht. Ich fände es schön, wenn die noch helferfreundlich wären und ich fände es auch noch schön, wenn wenn es Abfallhelfer gibt, dass man dann die, dass man zum Beispiel beim Maishäckseln dann den Maishäcksler auch mal selber fahren kann und nicht immer nur mit dem Hänger neben dran schüren kann. Und ich bin auch gespannt, wie das dann mit den neuen Geräten ist für die Forsttechnik oder Forstwirtschaft und wo man dann die Bäume und wie viel man für die Bäume und alles kriegt, weil das ist ja was ganz, ganz Neues jetzt so. Vielleicht mache ich auch noch mal ein paar Videos vom Elfer, weil der Elfer darf auch nicht vergessen werden. Vielleicht, bin mir nicht sicher. Mache ich höchstens Pro Farm oder so. Ah, Scheiße, jetzt hänge ich, gell? Ah, nein. Stimmt, da kann ich durch die Bäume durchfahren, das habe ich ganz vergessen. Komm, so. Ich fahre jetzt immer mit Außensonnensicht, weil der Traktor von innen ist, finde ich irgendwie hässlich. Nehme ich eigentlich auf? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich auf den Knopf gedrückt habe heute so. Naja, egal. Wenn nicht, es gibt ja noch mehr hier so Äcker, die ich für Zuckerrüben benutzen möchte. Weil der Acker, der da gleich neben dran, das ist auch nicht so groß und den könnte man auch gut für Zuckerrüben
benutzen, weil aus den Zuckerrüben Kartoffeln kriegt man ja doch schon mehr raus. Und dann möchte ich das erstmal auf dem Hof auf dem Haufen fahren, dann mit der Maus dann so ein Abfahrvideo machen. Aber da muss ich nochmal die Maus auschecken, dass ich da, weil ich will auch mit der Maus dann eine Mod-Vorstellung machen. Ja. Und es gibt auch noch beim LS15 kleine und große Tannen. Also man kann auch kleinere Bäume dann fällen, nicht dass dann, ja, dass man warten muss, bis sie gleich groß sind oder so, sondern es gibt auch verschieden große Bäume. Und ich glaube sogar nicht nur Nadelbäume, sondern auch Laubbäume. Vielleicht gibt es ja noch als Add-on gibt es dann wahrscheinlich vielleicht sogar Schweinezucht oder irgendwas. Und es sind ja auch Ursus-Traktoren diesmal dabei. Nein, natürlich New Holland. Sambo-Mähdrescher hat man dabei. Wir haben den Maisexer, den Krone Big X 1100 aus dem Titanium-Add-on. So. Ich glaube, ich nehme nicht auf, oder? Naja, auf jeden Fall müssen wir jetzt da spritzen. Das heißt, wir müssen unsere Spritze holen. Und schalten mal das Licht da jetzt ein. Hey, irgendwie kann ich keine aufnehmen. Weil es gerade so flüssig läuft. Egal, Alter, wir wollen auf jeden Fall spritzen. Und deswegen fahren wir, glaube ich, jetzt erstmal zum Helfer. Zum Helfer, sag mal, was reden wir für komisches Zeug jetzt da? Wir müssen zum Dings fahren, zum Landhandel oder Verkäufer, es ist, weil der Landhandel ist unten, ne? Jetzt fährt der Bus wenigstens mal 50 km/h. Oh, so. Jetzt geht's. So, ich habe mich gerade verfahren, weil hier beim Händler, da gibt es kein Dünge-Auffüllding da, deswegen fahre ich erstmal zum Landhandel, aber mach Pause, sonst dauert die Aufnahme zu lang, dann reicht nichts mehr für Spritzen. So, Freunde, die Spritze habe ich da halber aufgefüllt. Dann fahre ich, denke mal, mal so eins, zweimal drüber, naja, wahrscheinlich erst einmal, wird vielleicht reichen. Jetzt müssen wir uns erstmal ausklappen, dann klappt es hoffentlich. Ich freue mich auf das Video, wenn ich die an. Brauche ich wahrscheinlich auch zwei Videos oder wir setzen zwei bis drei im Ruder ein. Oh, ich bin müde. Na, Sprit ist ausgeklappt. Nein, noch nicht ganz. Das dauert wieder lange. Komm. Jetzt aber. So, jetzt erfahren wir drüber mit unserer großen Spritze. Ich muss Licht ausschalten, sonst sieht man nicht viel. So. Oh, es reicht sogar einmal drüber fahren, das finde ich schön. Dass unser braunes Gold auch schön wächst dann. Und tschüss.